Learning Management Systems, auf Deutsch Lernplattformen genannt, können Lehr-Lernprozesse digital unterstützen und erweitern den physischen Lernraum um einen virtuellen. Eine Lernplattform kann somit den Präsenzunterricht sinnvoll ergänzen bzw. in Blended Learning Settings teilweise ersetzen. In Österreich werden an Schulen und Hochschulen vorwiegend Moodle und LMS.at eingesetzt. De facto gibt es aber hunderte dieser Systeme weltweit. Der Großteil davon sind proprietäre Systeme. Andere wiederum basieren auf dem Open-Source-Gedanken, jeweils mit Vor- und Nachteilen. Die einzelnen Lernplattformen unterscheiden sich meistens im Aufbau und in ihren Funktionalitäten, haben aber wesentliche Komponenten gemeinsam. Ganz allgemein kann man von vier großen Bereichen sprechen, die mit Lernmanagementsystemen abgedeckt bzw. unterstützt werden können: Organisation, Kommunikation, Kollaboration und Evaluation. Dieser Screencast widmet sich den Funktionen der Kommunikation und Kollaboration. Das sind im Übrigen zwei wesentliche Komponenten im 4K-Modell des Lernens. Ein Modell, das essentielle Kompetenzen für Lernende im 21. Jahrhundert festlegt. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen am Beispiel von Moodle einige didaktische Einsatzmöglichkeiten für kommunikative und kollaborative Lernprozesse. Sie sehen hier einen Musterkurs für eine fiktive Lehrveranstaltung mit dem Titel Lernen und Lernen mit digitalen Medien an der Universität Graz. Die Moodle-Seite Ihrer Schule oder Hochschule sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Die Darstellung hängt unter anderem von der verwendeten Version und dem gewählten Kursformat ab und natürlich davon, wie und in welchem Ausmaß Ihre Institution Moodle adaptiert hat. So steckt zum Beispiel auch hinter der iMOOCs-Plattform eigentlich ein Moodle-Kurs, obwohl man das auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Ganz grundsätzlich ermöglicht und vereinfacht der Einsatz einer Lernplattform die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden. Als Lehrperson kann ich über das automatisch in jedem Kurs eingerichtete Nachrichtenforum für meinen Unterricht relevante Informationen an meine Lernenden verschicken. Alle eingeschriebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Moodle-Kurses erhalten meine Nachrichten einerseits in diesem Forum und andererseits über die bei ihrem Nutzerkonto hinterlegte E-Mail-Adresse. Mit Klick auf Neues Thema hinzufügen kann ich einen neuen Beitrag verfassen, ähnlich wie eine E-Mail-Nachricht mit Betreffzeile und Mitteilung. So können Sie Ihre Lernenden zum Beispiel kurzfristig auf Änderungen im Stundenplan aufmerksam machen oder an einen Arbeitsauftrag bzw. einen wichtigen Termin erinnern. Dieses Forum ist allerdings unidirektional. Das bedeutet, meine Lernenden können mir hier nicht direkt antworten und es ist nur Lehrpersonen vorbehalten, Nachrichten zu versenden. Um Fragen meiner Lernenden zu sammeln, richte ich zu Beginn meiner Moodle-Kurse immer zusätzlich ein allgemeines Fragenforum ein. Hier können unterrichtsrelevante Fragen gesammelt werden und sind so für alle Teilnehmerinnen einsichtig. So ein Fragenforum spart Zeit auf beiden Seiten und bietet Ihren Lernenden die Möglichkeit, mit Ihnen außerhalb des Face-to-Face-Unterrichts und einer allfälligen Sprechstunde in Kontakt zu treten. Gleichzeitig können sich die Lernenden in so einem Forum auch selbst helfen, was die Lehrperson wiederum entlastet. Für die Kommunikation zwischen den Lernenden können Sie das Forum ebenfalls sehr gut nutzen. Ihre Lernenden können so, entweder einzeln oder als Gruppe, einen Arbeitsauftrag ausarbeiten und die Ergebnisse mittels Forumsbeiträgen kundtun. Hier lassen sich sehr gut Feedbackschleifen als didaktische Methode einbauen. So kann zum Beispiel ein Referatsthema von einer Gruppe in einem Forumsbeitrag zusammengefasst werden und andere Teilnehmerinnen stellen Fragen oder kommentieren das Geschriebene. So können nicht nur fachliche, sondern auch sprachliche und soziale Kompetenzen gefördert werden. Die asynchrone schriftliche Kommunikation hat den Vorteil, dass sich Lernende mit der Formulierung ihrer Beiträge Zeit lassen und somit Informationen in ihrem eigenen Lerntempo verarbeiten können. Lernende können außerdem zeit- und ortsunabhängig an den Arbeitsaufträgen arbeiten. Und nicht zuletzt erlauben Foren, dass Fehler nachträglich ausgebessert werden können. Als Lehrperson habe ich im Forum einen guten Überblick darüber, wer sich wie beteiligt.
Ich kann jederzeit in die Diskussion eingreifen, Feedback geben, Beiträge zusammenfassen sowie meine Lernenden zur Teilnahme anregen und werde so zur E-Moderatorin. Und wer abseits der schriftlichen Kommunikation andere Fertigkeiten trainieren will, beispielsweise im Fremdsprachenunterricht, der kann die Funktion in Moodle nützen, Audio- oder Videodateien mit einem eingebauten Editor aufnehmen zu lassen. Lernende benötigen hierfür keine spezielle Software, sondern lediglich ein Mikrofon und gegebenenfalls eine Webcam. In den Einstellungen können Sie übrigens festlegen, ob solche Foren optional oder verpflichtend abonniert werden. Und weil wir schon bei Einstellungen sind, ich empfehle Ihnen, in Ihren persönlichen Profileinstellungen darauf zu schauen, wie Sie über Forumsposts benachrichtigt werden. Mir persönlich reicht es einmal am Tag mit einer E-Mail. Manche bevorzugen vielleicht einzelne Benachrichtigungen. Auch Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Sie auf diese Option aufmerksam machen, denn sonst kann es eventuell passieren, dass eine Flut an E-Mails bei Ihren Lernenden zu Überforderung führt. Kommunikation in Echtzeit, also nicht zeitversetzt, lässt sich über die Aktivität Chat herstellen. Der Chat auf Moodle ist eine einfache und niederschwellige Möglichkeit, mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kontakt zu treten. Allerdings muss dafür natürlich ein Termin festgelegt werden, an dem möglichst viele oder alle Zeit sowie Zugriff auf einen Computer bzw. ein mobiles Endgerät haben. Der Chat auf Moodle ist rein textbasiert, erinnert also irgendwie an die frühen Chaträume der 90er Jahre. Und es gibt keine Möglichkeit, die sonst allseits beliebten Emojis oder GIFs einzusetzen. Das mag vielleicht ein bisschen altmodisch wirken, beugt aber unter anderem Ablenkungen und Missverständnissen vor. Ich nutze den Chat daher gerne für Online-Sprechstunden oder eine offene Fragerunde vor einer Prüfung. Auch am Vorabend einer geplanten Exkursion habe ich schon einmal einen Chat für letzte Fragen und Anliegen eingesetzt. Chat-Protokolle können gespeichert und den Teilnehmerinnen zugänglich gemacht werden. So haben alle am Ende wieder den gleichen Informationsstand. Um Kollaborationsprozesse zu fördern, steht auf Moodle unter anderem die Aktivität Wiki zur Verfügung. Hiermit können mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten und dieses erweitern und vervollständigen, ähnlich wie bei Wikipedia selbst. Der Einsatz von Wikis ermöglicht somit die kollektive Textproduktion von Referaten, Hausarbeiten und anderen Schreibprojekten, die Sammlung von Ideen oder die Erstellung von Stundenprotokollen. Was mir an der Arbeit mit Wikis besonders gut gefällt, ist der Nebeneffekt, dass hier für den Alltag wichtige Medienkompetenzen trainiert werden, beispielsweise der Umgang mit Quellen aus dem Internet. Eine weitere Möglichkeit zum kollaborativen Arbeiten bietet die Aktivität Glossar. Hier können Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeinsam eine Liste von Definitionen für wichtige Begriffe erstellen, Fremdwörter definieren oder sogar Lernkarten anfertigen. Damit entsteht ein gemeinschaftliches Werk, das von allen genutzt werden kann. Hier gibt es auch die Möglichkeit, die Feedback-Methode in Form von Kommentaren zu nutzen. Sogar eine automatische Verlinkung von Begriffen im gesamten Moodle-Kurs ist möglich und unterstützt so das Erlernen von Fachvokabular. Oder Sie erstellen ein Glossar für wichtige Fragen zum jeweiligen Fach- oder Themengebiet. Bestimmt fallen Ihnen da selbst noch einige sinnvolle Einsatzszenarien ein. Fassen wir zusammen. Lernplattformen bieten vielfältige Möglichkeiten, Kommunikations- und Kollaborationsprozesse der Lernenden zu unterstützen. Für kommunikative Lernprozesse gibt es auf Moodle unter anderem die Aktivitäten Forum und Chat, die entweder asynchrone oder synchrone Kommunikation ermöglichen. Für kollaborative Szenarien eignen sich beispielsweise das Wiki oder das Glossar. Ihrer Kreativität, diese Tools didaktisch sinnvoll einzusetzen, sind buchstäblich keine Grenzen gesetzt. Achten Sie nur immer darauf, dass Ihre Lernenden auch mit den verwendeten Tools vertraut gemacht werden und dass hinter jedem Einsatz ein mediendidaktisches Konzept steckt, das mit Lernzielen verknüpft und auf die Zielgruppe abgestimmt ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und Moodeln.